Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer richtig spannenden Ausgabe von unserem Minecraft Troll Wars. Heute wird es ziemlich zur Sache gehen, denn während ich Loro in diesem Video trolle, ist er auf dem Server direkt vor meiner Nase aufgeploppt und hat mich erwischt. Wie das ausgeht, das erfahrt ihr in diesem Video. Allerdings ganz kurz vorher der Hinweis: Vor wenigen Tagen hat ja Loro unsere komplette Base mit unzerstörbaren Blöcken eingebaut. Wir kommen in unsere Base rein, unser kleiner Trollhase Trollo allerdings nicht. Deswegen habt ihr ein Herz für Trollo unter Loros Videos gepostet. Tausende von Leuten haben mitgemacht. Vielen Dank dafür, das war mega lustig. Und ja, es hat trotzdem nicht genutzt. Unsere Base ist weiterhin zugebaut, deswegen ist derzeit die Trollo-Protestbewegung im Gange. Sehr viele Trollos haben sich vor Loros Base versammelt mit Protestschildern, damit unsere Base endlich wieder befreit wird. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Loro darauf reagiert. Das sieht man halt in der Aufnahme nicht, deswegen wollte ich das ganz kurz hier einblenden, weil ich das am Ende noch vorbereitet habe. Demnach viel Spaß mit dem Trollroulette einer lustigen Maschine und der Tatsache, dass mich Loro einfach während eines Trolls erwischt hat. Viel Vergnügen. Bevor wir damit loslegen, möchte ich euch kurz was zeigen, denn meine Abonnenten und meine Klickzahlen gehen etwas in den Keller und deswegen ist dieses Video unterstützt durch, Moment, ich muss es mal ganz kurz aufrufen, ja, eine Produktplatzierung ist am Start, Sekunde mal, das wird jetzt richtig witzig, Achtung, Moment, hier, durch die logische Suppe, demnächst im Handel, könnte zu Durchfall führen, 0% Geschmack, der mit der großen Nudel. Kann Spuren von lustigen Vögeln beinhalten. Das ist ab sofort unser Werbemarshmallow. Wenn ihr ähnliche Werbeplakate habt, sei es auch mit Daniel, mit mir oder mit Stylex oder mit Loro, dann könnt ihr mir die gerne per Instagram oder auch per Twitter zuschicken und dann kann ich diese ebenfalls hier anbringen. So, ihr habt mir auf jeden Fall wieder sehr viele Trolls in die Kommentare geschrieben und ich werde gleich ein Glücksrad hier starten und ein Troll rauspicken und den muss ich versuchen umzusetzen. Das wird sehr, sehr lustig. Vorher möchte ich euch ganz kurz eine ganz tolle Maschine zeigen, mit der wir nicht nur Cobblestone generieren, sondern automatisch abbauen und in eine Truhe transferieren werden. Ganz, ganz tolle Geschichte, denn Loro hat uns hier ja eingebaut und ich muss mich ja irgendwie rächen und ich habe keine Lust, Cobblestones zu farmen. Deswegen ist diese Maschine wirklich perfekt. Ganz ehrlich, weil ich meine, schaut euch mal unsere Base an, das ist nicht mehr schön. Ich glaube, ich nenne die Base nur noch, Base Toffifee, die mit dem harten Kern. Demnach geht es direkt los. Wir werden jetzt diese Maschine herstellen. Dazu brauchen wir natürlich ganz klassisch Wasser und Lava. Damit können wir ganz einfach Cobblestones generieren. Dann müssen wir das Ganze mit verschiedenen neuen Tools verknüpfen. Ich habe das alles offscreen getestet. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich setze das Wasser hier rein. Genau, hier werden wir jetzt Wasser reinplatzieren. Und wenn wir jetzt hier Lava reinschütten, müsste doch eigentlich Cobblestone generiert werden, oder? Ich hoffe, dass ich Lava noch in meiner Base habe. Sekunde mal. Also sollten wir jetzt keine Lava finden, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Dann werde ich ganz kurz zu einem Lavasee fliegen. Das werde ich dann natürlich rausschneiden. Ich hoffe im Übrigen, dass ihr ein tolles Wochenende hattet. Mein Wochenende war jetzt nicht allzu schön, jetzt mal Real Talk, liebe Freunde, denn ich hatte einen allergischen Schock bekommen. Das war nicht schön. Und zwar, immer wenn ich mich Loro nähere, habe ich immer so eine Zuckung in meinem rechten Arm. Das ist voll merkwürdig. Achtung, ich nähere mich mal Loro. Da, schon wieder! Habt ihr es gesehen? Ihr müsst mir da echt helfen, das ist echt komisch. Okay, demnach geht es direkt los. Wir werden jetzt mal kurz zu einem Lavasee fliegen und ich hole mal ganz kurz Lava. Das ist ja, das hält ja keiner aus hier. So, hier, Lava. Hell yeah, nice. Jetzt direkt zurückgeflogen und dann können wir unsere Cobblestone-Maschine weiterbauen. Dann brauchen wir noch einen Breaker und wir brauchen noch so einen Vakuumblock, der automatisch Blöcke anziehen kann. Das ist richtig, richtig cool. Jetzt müsste es funktionieren, oder? Nein, das ist auch falsch. Nein. Ja, ja, und das heißt, wir müssen nicht langweilig irgendwelche Cobblestone-Blöcke farmen, sondern wir haben hier die Möglichkeit, diese einfach selber zu generieren. Haha, das ist so cool. Okay, im nächsten Schritt brauchen wir nur einen Blockbrecher. Also Diamantspitzhacke, dann brauchen wir Redstone, wir brauchen ein bisschen Eisen und nicht Muskatnuss, sondern wir brauchen ein bisschen Cobblestone und zack, fertig haben wir hier den Blockbrecher. Nice. Wie gesagt, das ist erstmal die Maschine und gleich kommen wir zum richtigen Troll. Wir werden, wie gesagt, das Glücksrad, das Trollroulette werden wir auf jeden Fall auch noch starten. Einfach nochmal hier rausgeflogen, obwohl ich glaube, es ist dunkel, ne? Wir legen uns mal ganz kurz hin, aber ich glaube, es sind Monster in der Nähe, ne? Ja, ja, Monster sind in der Nähe, alles klar, ich werf Hetti nachher raus, dann kann ich auch in Ruhe schlafen. Da ist noch ein Creeper, den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh, komm, geh weg. Ich habe überhaupt kein Schwert, kann das sein? Ja, ich bin halt gegen Gewalt, ne? Deswegen nehme ich immer die Spitzhacke. Okay, die generierten Blöcke werden abgebaut, allerdings verglühen die direkt. Mal gucken, ob wir das irgendwie retten können. Ich denke schon, ich habe das ja offscreen eigentlich getestet. Jawohl, jetzt funktioniert's. Und die Cobblestone-Blöcke gehen nicht kaputt. Cool. Und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch mit so einem Vakuum verbinden. Also ein Block, der automatisch Blöcke anzieht. Das ist wirklich der Hammer. Und das können wir dann mit einer Kiste verknüpfen oder mit mehreren Kisten. Und dann wird automatisch hier Cobblestone generiert, den wir dann direkt verstärken können. Alter, das wird so lustig. Das wird so genial. Damit haben wir ganz neue Möglichkeiten. Ich freue mich jetzt schon. So, also, um diesen überdimensionalen Staubsaugerblock zu kreieren, brauchen wir allerdings ziemlich harten Stoff.
Hier haben wir ihn auch schon, diesen schwarzen Popel hier. Vakuumtrichter. Wir brauchen Obsidian, wir brauchen einen Trichter sowie ein Enderauge. Das A in Logo steht im Übrigen für ausgeglichen. So, hier sehen wir es auch schon. Alter, direkt schon fast zwei Stacks hier eingesammelt. So, und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, die Items, die hier eingesammelt werden, in eine Kiste zu transportieren. Das heißt, wir müssen jetzt lediglich einige Kisten hier anbringen. Ich habe hier schon ein paar gecraftet. So, das heißt, vielleicht können wir das im Optimalfall hier aufbauen. Moment. Ich glaube, wir können sogar bis zu 5 Doppeltruhen anbringen, kann das sein? Jetzt müssen wir nur noch dem Ding sagen, wo er die Cobblestones überall hinschießen soll. Ich habe jetzt mal alle Seiten ausgewählt. Und jetzt müssten langsam, aber sicher, jetzt müssen diese Truhen eigentlich langsam befüllt werden. Ja, wunderbar. Aber das war natürlich noch längst nicht alles. Jetzt kommen wir endlich zum spannenden Teil. Darauf habt ihr bestimmt alle gewartet, denn jetzt spielen wir endlich wieder das Trollroulette. Das heißt, ihr habt mir wieder tolle Trolls in die Kommentare geschrieben. Ich werde jetzt mal das Glücksrad einblenden. Ich muss das kurz aufrufen. Sekunde mal. So, da haben wir es auch schon. Das sind ziemlich abgefahrene Trolls, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Ich drücke einfach mal da drauf. Da gucken wir mal, welchen wir jetzt ziehen werden. Solltet ihr weitere Ideen haben, dann lasst es mich gerne wissen, damit ich diese ebenfalls hier mit in unser Glücksrad integrieren kann. Ich hoffe, dass ihr alle angeschnallt seid und dass euch jetzt nicht schlecht wird. Und es ist jetzt doch recht eindeutig, denn wir werden den Alarmtroll ausprobieren. Ja, nice. Obwohl der Plüschtier- und Dornröschen-Troll auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber garantiert werden wir diesen auch noch irgendwann mal ausprobieren. Okay, der Vorschlag kam im Übrigen von Mr. I001. Vielen Dank dafür. So, okay, ich muss mal ganz kurz wieder das Spiel laden. Sekunde. So, und schon sind wir wieder im Spiel. Entschuldigt den Cut, aber ich hatte gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Loro ist jetzt auch auf dem Server. Das wird jetzt besonders witzig, denn das heißt, wir werden Loro, ja, trollen, während er hier auf dem Server rumwandert. Okay, das wird noch ein gewisser Nervenkitzel. Folgendes werden wir jetzt tun. Es gibt hier halt mit der Security Craft Mod einen Alarm, der einen ohrenbetäubenden Lärm ausstößt, ja? Und wir werden jetzt dreimal diesen Alarm bauen. Einmal für Loro, einmal für Daniel und natürlich auch für Stylex. Und diesen werden wir aktivieren und in unzerstörbaren Blöcken einbauen, sodass diese immer auf immer und ewig mit diesem Lärm spielen müssen. Das wird so geil. So, ich brauche Sand. Ich hoffe, dass mich jetzt Loro nicht sieht. Ich komme in Frieden, ich mache nichts. Bitte lasst mich in Ruhe, Loro. Komm schon, jetzt lass mich hier rein. Yes! Guten Tag, die Fahrscheine bitte. So. So, wir brauchen 1, 2, 3 Alarme. Alarmes. 3 Alarme haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch verstärkte Blöcke. Aber dafür haben wir unsere kleine Cobblestone-Maschine. Kann ich direkt hier abzapfen. Freilebende Cobblestone-Blöcke. Ganz natürlich angebaut. Okay, jetzt geht's richtig zur Sache. Jetzt haben wir die 3 Alarme. Wir haben Redstone-Fackeln und die verstärkten Pflastersteine. Das heißt, wir werden jetzt die Alarme heimlich in die Bases unserer Gegner einbauen. Haha, die werden so ausflippen. Das wird so lustig. Aber Loro ist weiterhin auf dem Server. Das wird jetzt richtig spannend. Deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal mit Stylex an. Okay, hier schon mal Stylex-Base. Das heißt, am besten, wenn wir hier unten mal den Alarm anbringen. Moment. Der wird so ausflippen, das wird mega lustig. So, zack. Vor allen Dingen kennt Stylex noch nicht den Alarm. Ohne Mist, ich freue mich jetzt schon auf seine Reaktion. So, das müsste eigentlich vom Platz erreichen. Jetzt können wir ganz schnell den Alarm hier noch aufbauen. Zack, zack. Redstone-Fackel. Alarm. Nice. Ich liebe diesen Troll. Ohne Mist, den wollte ich schon die ganze Zeit umsetzen. So, danke für den Vorschlag. So, zack, hier oben auch abgesichert. Jetzt hier zugebaut. Und er kann diesen Alarm einfach nicht abbauen. Alter, das wird so genial. Dann kommen jetzt noch Daniel und Loro dran. Ich hoffe, dass mich jetzt Loro nicht erwischt. Das könnte jetzt sehr riskant werden. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich bin schon ein bisschen hippelig, um ehrlich zu sein. Fangen wir erstmal mit Daniel an. Zack, Redstone-Fackel und noch den Alarm. Jetzt hat Daniel eine Klinge vor der Haustür. Er ist sehr gastfreundschaftlich. Ich meine, die klingelt durchgehend. Ist doch gut. Jetzt müssen wir noch bei Loro einen Alarm anbringen. Wo war denn nochmal seine Schatzkammer? Ich hab's wieder vergessen. Oder nee, Moment, wir kommen hier noch rein, oder? Oh mein Gott. Komm schon. Oh, yes! Er hat es noch nicht gestopft. Nice! Okay, dann werde ich hier direkt den Alarm anbringen. Ah, ist das herrlich. So. Obwohl. Ah, nein! Oh Gott, Loro ist da! Ja, das war's von unserer kleinen Folge Troll Wars. Nein, war nur ein kleiner Scherz. Es geht sofort weiter. Loro ist da! Loro ist da! Loro ist wieder da! Nein, lass mich! Panik, 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 Panik! Beeil dich, Kröte, beeil dich! Los, Steinchen für Steinchen! Los, schneller! Bau den Alarm an! Okay, ich bin weg! Ich bin weg! Ich hab alle Alarme angebracht! Alter, war das knapp! Alter, war das knapp! Jetzt schnell weg. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Okay, dann gucken wir noch ganz kurz, wie viele Cobblestones wir hier schon generiert haben. Alter. Nice. Also wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann, dann kann ich hier auf jeden Fall Cobblestones zählen. Ja, und an dieser Stelle habe ich unsere ganze Maschine noch mit verstärkten Blöcken zugebaut, damit da ja keiner rangeht. Oben habe ich noch ein lustiges Schild angebracht, von wegen, wer das auch immer war, bitte entfernen. Ja, umgedrehte Psychologie. Ich hoffe, dass es eben nicht passiert. Naja, wie dem auch sei, ich bin wirklich sehr auf die ganzen Reaktionen meiner Mitspieler gespannt. Demnach würde ich mich gerne über ein Feedback freuen. Weitere ganz tolle Troll Wars Folgen mit ganz tollen Trolls findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm. Ansonsten war es das von mir. Vielen Dank, dass ihr auch diese
dieses Mal wieder euch für Team Lukopa entschieden habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.